Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transomwelt 3. Ja, wir fahren heute wieder mal auf. Moment, wie heißt die Strecke überhaupt? Great Western Express. Genau. Wir waren mit dem Great Western Express dran, mit den Szenarien und ja. Fünf Szenarien haben wir noch offen. Machen wir heute mal die Sammelstrecke. Dauert eine ganze Stunde. Fahren Sie eine Class 52 und sammeln Sie Ihre Personenwagen in Paddington auf, bevor Sie mit ihnen nach Slough fahren. Soll eine Stunde dauern. Ich bin mal gespannt, ihr sicherlich auch. Und ja, mal gucken, ob alle sterben werden oder nicht, ne? Ja, ansonsten gibt es nicht viel dazu zu sagen. Wir sind jetzt irgendwie in den 70er oder 80er Jahren gelandet. Bin mir jetzt auch nicht genau sicher, welchen wäre. Ich meine, der war 86, in dem wir uns jetzt gerade aufhalten. Aber mal schauen. Ich meine, kennt ja die Strecke. Oh, es regnet. Willkommen in Old Oak Common. Heute fahren Sie diesen Western nach Paddington Bahnhof und Personenwagen. Boah, das war jetzt nicht zu viel. Personenwagen für die Fahrt nach Slough aufzunehmen. Ja. Neue Baureihe, neues Glück. Handbremse, Handbremse, Handbremse. Bin hier aber richtig, ne? Ja. DSC schon mal an, Batterieisolation. So, Luftbremse, Fahrgäste, ja. So, richtige Ahnung habe ich von dem Hobel nicht. Ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt mal eine Einführung gemacht? Ja, ich glaube schon, ne? Weiß es nicht. Weiß es jetzt gerade echt nicht. Haben wir oder setze ich mich hier? Also ich komme mir gerade ziemlich doof vor, sagen wir mal so. Also einmal bin ich den Mobil schon gefahren. Das kann ich sagen. So, Licht ist an. Day's Day, wo haben wir das denn? So. So. Das ist das. Die müssen wir mal eben auflösen, genau. Da kann man hier drüber Leistung geben. Jetzt ist die Frage. Spitzensignal, Spitzensignal an. Genau, hatten wir alles hier unten, ne? Genau. Instrumentenbeleuchtung an. An. Warte mal, ich kann auch, glaube ich, hinzwischen, ne? Genau, so. So, das ist richtig. Headlight an. Der geht nicht, der geht nicht, der geht nicht. Doch, der geht. Die sind wiederum Deko alle, ne? Ja. So, was haben wir noch? Genau. So. Bräuchten wir jetzt hinten noch Beleuchtung? Für aus. Bei dem Funktionieren habe ich auch ehrlich gesagt keine Ahnung. Kann da nichts dranhängen oder so, ne? Oh.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier auch alles artig funktioniert hat. Was auf jeden Fall direkt auffällt, die LED-Beleuchtung hier ist nicht mehr in den Signalen von würde ich jetzt so behaupten. Schnell habe ich hier gefahren. Oh nee, nee, nee. Okay. Okay. Dann fahren wir halt unsere 15, auch gut. Könnten wir mal gucken, ob wir irgendwie einen Scheibenschaden machen. Und Blender. Oh. Das ist eine gute Frage. Warum machen wir einen Scheibenschaden an? Motor, Motor, Leistungsregler, ne? Ah, da. Kann ich den hier auch langsamer machen? Naja, geht nicht. Kann nur Vollgas laufen. Lassen. Das ist irgendwie doof. Ja, ist egal, lass mal so laufen. Passt schon. Was dieses Signal genau heißt, keine Ahnung. Bestens diese Halbgarre weg, ich hab das gesehen gerade. Auch gut. Wie dem einen oder anderen von euch sicherlich schon aufgefallen ist, die Signale sind jetzt nicht mehr in LED-Technik auf dieser Strecke, ne? Und ihr werdet auch sicherlich so die eine oder andere Sache bemerken, wenn wir mal in den Bahnhof reinkommen. Da sage ich euch nur dazu, schaut mal in die Videobeschreibung. Ihr findet da ein schönes Modpack vom Rob, meine ich. Das ist schon mal älter. Das, ja, baut die Strecke quasi im Stil der 70er Jahre um. Schade ist wirklich, dass noch die Oberleitung hier ist. Hätte man die jetzt noch wegnehmen können, wäre es richtig cool gewesen. Aber alles andere hat er halt entsprechend wirklich so nach und nach umgebaut, erweitert. Ich wäre auch cool, wenn da mal noch irgendwie ein Update zu kommen würde. Wo man noch so ein paar Kleinigkeiten machen würde, wie hier die Fahrzeuge vielleicht austauschen oder so, ne? Aber so grundlegend, ne? Macht das jetzt echt schon einen coolen Eindruck. Ja, wir müssen helfen.
Ich bin mal gespannt, was jetzt passieren wird. Halten bei 250 und 250 Metern. So, anscheinend an der Weiche vorbei. Wieder sehr genau haben heute. Aber auch hier an dem Bahnsteig seht ihr schon beispielsweise, ne? Die ganzen Anzeigen und so weiter weg oder ausgetauscht. Schilder wurden angepasst. Deswegen. Also kann ich nur empfehlen, habt da unten in der Videobeschreibung dieses Ding. Wichtig zu wissen, ihr braucht auch noch East Coast Local oder so heißt die Strecke. Bei Steam. Also das ist halt so an die Strecke, bei der es auch diese Steam Rail Tour gibt. Mit der Dampflok. Nachträglich, deswegen. Also die braucht ihr wohl auch noch dafür. Ja. Also ich sag mal so, wirklich schönes Modpack. Cool wäre es gewesen, wenn die Oberleitung weg wäre. Wenn das noch machbar gewesen wäre. Aber ansonsten echt schon eine coole Sache. Jetzt sehen wir jetzt hier gleich in dem Bahnhof. Noch deutlicher. Denke ich mal. Weil die Fahrzeuge sind jetzt ja auch pass angepasst, ne? Aber in dem Fall sind die ja Mitbringsel vom Spiel selber. Aber cool ist auch hier die Werbung, ne? Die soll wohl auch angeglichen worden sein. An die 70er Jahre. Wirklich ein schönes Ding. Oh, und dürfen wir gleich abrüsten. Machen wir hier DSC erstmal alles aus. Was haben wir denn hier noch für einen Pin? Keine Ahnung. So. Also mal nach und nach ausmachen, ne? Genau. Dann müssen wir nochmal einen weitergehen. Den aus. Dann den aus. So. Die auch runterfahren. Gut, haben wir die Seite fertig. Gute Arbeit, holen sich eine Tasse Tee, dann können sie zum nächsten Zug rübergehen. Alles klar. Machen wir. Nochmal über den Bahnsteig drüber.
Also, gut. Hier haben wir mal die Wagen. Ich glaube, wir haben uns auch noch gar nicht so gern geguckt, ne? MK2-Wagen. Sind wir uns vorbeigegangen, glaube ich. Ja, ist gar nicht mehr so verkehrt hier, ne? Die haben es auch urig gemacht, das muss ich ja ehrlich sagen, ne? Open up hier. Only an out aus der Window. Aber ich muss echt sagen, die haben sie auch urig gemacht. Also ich meine, hier brennt jetzt kein Licht, aber. Fallen mir gut, ey. Damit. Das sind Züge, damit würde ich noch freiwillig fahren. Bin ich ja ganz ehrlich. Also hier. Doch, da sehe ich mich drin. Da würde ich mitfahren. Kann ich hier noch irgendwas einstellen in dem Fummel? Okay. Toilette ist natürlich wieder geschlossen. Schade. Wäre auch ein cooles Gimmick, wenn man da drauf könnte. Achso, sagt man schnell mit Zug. Den werde ich jetzt gerade an Zugzielbeleuchtung gedacht. Alter, das ist schon. Okay. Das ist schon okay. War jetzt alles zweite Klasse, ne? Weiß nicht, ob wir noch eine erste dazwischen haben. Moment. Ich hab da Fenster zu, ne? Offen. Und es war offen. Guck mal. Es ist offen. Und spiegelt sich trotzdem eine Scheibe drin. Das ist jetzt ja mal richtig interessant. Tür geöffnet, Fenster geöffnet, Fenster geschlossen. Fenster offen, es ist trotzdem noch ein Fenster drin. Was soll denn der Blödsinn? Naja gut, ist auch egal, wir hinterfragen es nicht. Jedenfalls hier noch alles Second Class. Railway to Runway. See your friends this weekend. Mhm. Also ihr seht schon, hier auch die ganzen Sachen. Alle Overground by Night. Ja. Wirklich alles angepasst, angeglichen. Hat er schon schön gemacht, muss ich ehrlich sagen. Können wir hier vorne rum? Ja, können wir. So, das hier wiederum ist eine andere Mod. Dass wir hier die mit Gleisbett fest betoniert haben. Ach, guck mal, selbst die Kofferkulis, ne? Ey, das ist schon cool. Also ist wirklich schon cool. Die Betonierung hier unten im Boden ist nochmal eine eigene Mod. Da weiß ich jetzt gerade auch nicht, für wen die ist. Aber auch die werde ich euch nochmal reinschmeißen. Was auch auffällt, wir haben hinten auch keine Drehtore mehr, ne? Also hier die ganzen Plastikdinger sind auch weg. Man kann also wirklich direkt zu den Gleisen gehen. Ja. Lass mal die Türen mal ein bisschen offen. Lass mich raus! Ja, bitteschön. So. Hier genau das gleiche. Ja, ich lass euch doch schon raus. Ihr braucht gar nicht ausbrechen. Seid ihr wie Zombies. Eieiei. Haben wir noch mehr Zombies? Wir wissen es nicht. Oh, hier kommen auch wieder Zombies zum Einsatz, die durch die Tür wollen. Ach, guck mal, was hier so alles rumhängt. This is a Red Star Station. Okay. Ja, also, schön gemacht auf jeden Fall. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.
ist hier keine Menschenseele. Also von daher. Aber hat er wirklich schön gemacht. Muss man ehrlich sagen. Okay. Also eben DSDE wieder anmachen. So, aber auf der Seite sind wir, glaube ich, noch nicht gefahren von der Lok. Das ist jetzt trotzdem Premiere. Sie sind zur, jetzt bereit zur Abfahrt des Zuges nach Stuhl. Stellen Sie sicher, dass alle Passagiere an Bord sind und die Türen vor der Arbeit verriegelt sind. Ja, das kriegen wir hin. Wir stellen jetzt erstmal den hier fahrend. Wir müssen natürlich noch hier alles aufrüsten. Führerstandswechsel. Also das ist quasi Isolierungsschalter und das sagt aber nur, der Führerstand ist aktiviert. Ah, okay. So, haben wir alles. Müssen wir noch mehr hier aufrüsten? Ne, eigentlich nicht, ne? Machen wir mal eben noch ein schönes Thumbnail vorne hin. Ich weiß auch nicht, was die ganzen Beleuchtungsformen heißen. Hier eine rote oder eine weiße Lampe oder so. Keine Ahnung. Wir machen jetzt mal die Tür zu. Links verriegeln. Die Bahnhofshalle ist schon schön geworden. Also, wie gesagt, ich schmeiß euch die Mods rein. Weil mit dem Boden hier ist jetzt nicht zeitgemäß, muss man auch sagen. Ich meine, das müsste in den 70ern noch komplett normales Schotterbett gewesen sein, bis zum Prellbock. Aber egal. So. Da kann man noch nicht umfährt, aber da ist zumindest am Start. Leistung ist da. Warum er jetzt nicht fahren will? Eigentlich müsste es so losfahren. Steht auf fahrend. Der ist an. Eigentlich müsste der so abfahren gerade. Eigentlich so abfahren. Was ist das hier?
Machen wir eine Bremsprobe. Jetzt müsste das schon da. Aha, da steht aber die ganzen Schalter unten und erklärt. Er bewegt sich einfach nicht. Für keine Hilfe nicht. Da ist drüben noch die Lok. Und so angezogen, das kann natürlich sein. Ich hab keinen blassen Schimmer. Dann ist jetzt nur der hier eventuell. Ah, und der ist angezogen. Wahrscheinlich der hier. Eine Idee habe ich jetzt nicht. Muss da irgendwie wegkommen. Oh, Forest. Muss doch jetzt hier irgendwie... Klappt nicht. Achso, warte mal, habe ich den drüben auch noch angelassen? Ich muss da irgendwie hier wegkommen mit dem Mobil. Geht ja nicht anders. Eieiei. Ja. Gut, das haben wir. Versuch Nummer 300. Ja, jetzt müsste ich doch mit dem Ding wegkommen, oder? Ah, geht doch. So. Also momentan Hauch von 70ern ist da. Was wollen wir mehr, ne? Schneller darf ich gar nicht fahren, glaube ich. Oh, doch. 60. Habe ich nur 20 gelesen vorhin. Wie gesagt, Modpack, wenn ich dran denke, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja.
zumindest am regulären zum Gleisbett selber im Bahnhof, muss ich nochmal gucken, aber ich denke, er wird auch dabei sein. Ja, aber das sehen wir gleich. Also auf jeden Fall so insgesamt schon mal gut geworden. Nur wie gesagt, wäre halt cool gewesen, wenn man die Oberleitung halt auch noch hätte rausnehmen können. War ja seinerzeit sowieso nicht da, ne? Also. Ich kann ja auch nicht mehr hier hinhängen, ne? Nee. Geht nicht. Das geht nicht. Kann ich nicht nachträglich hinhängen. Ist nicht so wie bei den MK1-Wagen von Spirit of Steam. Schade. Aua. Huja. Da haben wir auch schon schön Stau fabriziert, wie man sieht. So. Und auch hier schöne alte Signale, nichts auf LED-Technik. Ja. Also das sind dann insgesamt 4 oder 5 Dateien. Die müsst ihr dann einfach nur in den DLC-Ordner reinhauen. Ihr kennt das schon. Dann sollte halt automatisch funktionieren. Theoretisch müssten ja auch schon die selbst von der Cities unterwegs sein. Die fuhren ja auch schon in den 70ern. Nur ein British Rail Design, also ein Blau. Also die typischen Schnellzüge, die auch schon HSTs von Weltbe also die man auch eigentlich in der Neuzeitversion dieser Strecke hat. Die müssten eigentlich auch schon hier rumeiern. Aber gut. Kann ich so jetzt nicht viel großartig zu sagen, ne? Weil letztendlich sind aber nur andere Fahrzeuge, die hier gefahren sind. Wahrscheinlich der gleiche Fahrplan oder ein ähnlicher. Aber, ja. Genau. Das Schöne ist, dass die Mod auch noch funktioniert, obwohl sie eigentlich auch für TSV 2 war. Aber der Vorteil ist jetzt ja wirklich, die Strecke ist ebenfalls noch von TSV 2. Sieht man ja auch am Wetter beispielsweise, da ist noch nicht viel geupdatet worden seit der Spielveröffentlichung. Deswegen ist sowas wahrscheinlich noch möglich. 125. Meilen per Hour. Warum war ich ja da? Schnell kann das Ding gar nicht fahren, wie ich hier fahren darf. Das ist doch schön. Dann können wir einfach mal Gas geben. Mal schauen.
Im Augenblick fliegen wir hier mit Tempo 200. Oh, ich würde sagen, wir stellen uns mal vorne an den Bahnsteig hin. Und mal gucken, was passieren wird. Sehr, sehr schön. Aber trotzdem auch die ganzen alten Plakate. Hat er wirklich cool gemacht. Die Broadway. Okay, wir haben die Sachen nicht eingesammelt, ne? Aber hat er schon cool gemacht, ehrlich. Fällt mir gut. Ja. War cool, wenn es da nochmal irgendwann mal ein Update zu geben würde. Aber ansonsten wirklich ein schöner Mod. Glaubst du auch, ja. So. Aber auch 140 fuhr der Hobel schon damals. Mann. Wir waren dann damals ein bisschen schneller mit unterwegs, ne? Wieso hat er jetzt zu München gleich schon mal wieder aus? Eigentlich an. Also. Zufall gewesen sein. Achso, dann fahren wir eine Parallelfahrt. Ich hatte natürlich auch was. Ich gar nicht mitbekommen. Wenn wir den Kollegen überholt haben. Oder der uns fast. Je nachdem. Aber das heißt, auch der fährt fast 150 Spitze. Was mich auch mal interessieren würde, ist ja, hatte die Strecke damals eigentlich auch Lichtsignale vorher? Oder, also bevor die auf LEDs umgestellt wurden, oder waren hier nur Formsignale? Das müsste man auch nochmal klären. Weil dann wäre es natürlich noch cooler, wenn man die ganzen Sachen auf Formsignale abgeändert hätte. Aber gut, Strecke abändern ist eh so eine Sache immer, ne? Naja. Aber das ist ja auch nur eine Mod. Darf man auch nicht vergessen. Hat jemand selbstständig gemacht, freiwillig, und er wollte nur den 70er-Jahres-Ziel haben. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, weshalb ich die jetzt installiert habe. Für die Fahrzeuge. Und auch da steckt natürlich viel Arbeit dran, ne? Weil auch hier die großen Schiller, die sind hier sonst auch nicht vorhanden gewesen, meine ich. Entlang der Strecke. Wieso bremst der nicht ab? Ich kann den gar nicht drauf reagieren. Er haut mir eine Zwangse rein und ich kann nichts dagegen machen. Ich kann ihn nicht. Ich krieg sie nicht quittiert. Thank you.
Ich habe eine Zwangssumme bekommen und ich kann sie nicht quittieren. Jetzt ist die Frage, ist das ein Bug oder ist es kein Bug? So. Man, wir haben jetzt vor uns ein Fahrzeug, ist ja auch gut und schön. So, isolieren. So. Hoch, hoch. So, das klappt. Da. Klappt nur nicht bei mir im Hard. Aber hier funktioniert es. Die Lampe ist da. Also eigentlich müsste sie gehen. Keine Ahnung, wo mir jetzt die Zwangs rausgehauen hat. Aber gut. So. Wir werden alle sterben. Ich will mir mal irgendwas zu trinken. Ein bisschen weniger Augenblick. So, da sind wir auch schon wieder. Er wird schon wieder langsam, ne? Der haut mir schon wieder einen Zwang so raus. Der haut mir jetzt schon wieder einen Zwang so raus. Ich weiß noch nicht warum. Habe ich hier noch irgendwie DSDS-Schalter oder so? Nein, nein, nein. Noch nicht. Wieso haut er mir jetzt hier die ganze Zeit? Battery Switch Isolation, Luftbremse, Fahrgäste. Mehr habe ich doch nicht gemacht. Mehr Zugsicherung ist hier doch gar nicht. Lass den jetzt mal an. Guck mal, was jetzt passiert. Aber eigentlich dürfte... Eigentlich dürfte gar nichts passieren. Deswegen. Mal gucken. Ist der Hobel echt ein bisschen verbuggt. Wenn wir jetzt hier noch die 10 Kilometer fahren müssen, ne? Der mich jetzt immer hier rauskickt. Das bringt auch nicht. Weil das wäre eine Sache, die wäre jetzt echt mies, ne? Beziehungsweise die ist auch echt mies dann. Deswegen würden wir auch mal wegkommen.
Oh, wenn wir jetzt noch stehen bleiben. Ich meine, wir werden es gleich sehen. Falls auch mit offener hat, so ist es nicht. Warum das jetzt so ist? Keine Ahnung. Also, bin ich überfragt. Da bin ich überfragt. Wir fahren aber auch nicht bis zum Streckenende, sondern nur bis zur Streckenmitte. Ist also gleich auch schon wieder überschaubar. Drücken wir nix, mal gucken, was passiert. Ich meine, ich muss jetzt sowieso gleich vom Gas gehen. Jetzt geht es. Jetzt funktioniert es. Also ihr müsst in dem Fall hinten den Isolierschalter auch deaktivieren. Ihr müsst dann beiden machen am besten. Interessant. Das heißt, die sind so gesehen halb eine Reihe geschaltet. Gut. Wissen wir das jetzt auch. Nach zwei Zwangsbremsungen. Aber immer nur zwei, ne? Also... ist das schön, wenn das funktioniert. Können wir wieder ohne fahren. Brauchen wir das nicht. Und gut. Station slow. So. Irgendwas stimmt hier nicht. Kommst du mich schon wieder ab? Achso, er macht keinen Radau darüber. Und auch hier hat er jetzt sich nicht gemeldet. Aber egal, er muss mich ja sowieso abbremsen. Ich kann sie auch nicht blocken. So eine Zwang. Ich kriege sie nicht abgefangen. Wenn er steht, dann steht er. Ich mache das Ding jetzt einfach aus. Ich habe keine Ahnung, ey. Irgendwie kann ich das nur auf dem ersten Führerstand. Ich hab den auch nicht deaktiviert, wie ihr seht, obwohl ich DSD aus hab, das hier aus hab. Und den auch. Egal, bis nach Slough kommen wir, auch ohne Zugsicherung. Also, hoffe ich. Weil die ist ja immer noch irgendwie halb aktiviert. Ich hab keinen blassen Schimmer.
wieso die jetzt überhaupt aktiviert ist. Aber ist okay. Ich soll nochmal notfalls drüben reingucken. Weil an für sich dürfte das Ding hier gar nicht mehr. Ah, warte mal. Jetzt sieht man es besser. Der Klingel hier gar nicht eingezeichnet sein. So wie ich das jetzt habe. Glaube ich. Nun ja. Jedenfalls haben wir unser Szenario dann sofort abgeschlossen. Muss die Passagiere noch einen aussteigen, dann sind wir durch. Das ist auch schon mal gut. Naja, reagiert auf jeden Fall nicht. Und ja, alles in allem hoffe ich natürlich, dass euch dieses Szenario gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Ganzen natürlich einen Daumen nach oben, Abo dalassen, Glocke aktivieren, teilen, klicken, kommentieren, alles was euch so einfällt. Wenn ihr jetzt bis zum Ende geguckt habt, schreibt doch Pizza rein. Einfach Pizza, ganz sinnlos Pizza. Dann weiß ich Bescheid. Ihr guckt es bis zum Ende. Oder du hast bis zum Ende geguckt. Wäre eine coole Sache, würde mich freuen. So, anschließend findet ihr natürlich in dem Abspann unten links ein komisches Glas, ich weiß nicht, was wir fahren, 50, 52, irgendwie sowas. In der Mitte Trains in World 3 und oben links ein Video, das euch YouTube vorschlägt. So. Bleibst du wohl stehen? Hat gepasst. Sehr gut. Ein Meterchen vor noch, ne? War jetzt aber auch eher gerade ein Angstbremser als alles andere. Ich bin davon ausgegangen, dass wir drüber rutschen. Demnach ziehe ich den Zug mal eben den Meter vor. So. Gut. Dann haben wir das hier mal durch. So. Dann müssten wir in einem Augenblick hier durch sein. Also wie gesagt, unten links auf jeden Fall die passende Baureihe, oben links wahrscheinlich ein Video, das euch YouTube vorschlägt. Vielleicht auch mal passend zu der Strecke aus den 70ern. Ihr werdet es sehen. In der Mitte die Trails in World 3 Playlist. Das ist so der Plan. Ja. Wenn wir dann mal hier alle Fahrgäste rauslassen und neue drin haben. So, Luken zu. Fertig. Oh, es gibt noch nicht mal mehr einen ausklingenden Text oder so. Sehr freundlich. Aber immer eine Goldmedaille. Trotz der Zwangsen. Sehr schön. Was wollen wir mehr, ne? Hauptmenü. Ja, und wie geht's dann weiter? In 14 Tagen, ne? 14 Tage Wartezeit. Und dann geht's hier wieder schön weiter mit. Ja, welches denn nach in 14 Tagen? Aller Voraussicht nach kommt in 14 Tagen dann der Verkehr 101. Übernehmen Sie Steuerung einer Class 101 und folgen Sie einem verspäteten Zug nach Paddington. Und dann in 4 Wochen nachbessern, in 6 Wochen verschneite Slough und in 8 Wochen alle umsteigen. Ja, damit haben wir dann so zumindest mal wieder ein bisschen was. Und in den Lücken weiß ich noch nicht, was wir machen werden. Ob wir jetzt parallel hier West Somerset Railway fahren, West Cornwall Local oder North Transpennine. Ich weiß es noch nicht. Das muss ich spontan gucken. Aber
Das kann ich zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht sagen. Vielleicht wird es auch so, wie es dann Highspeed. Weil jetzt aktuell bin ich wahrscheinlich gerade wieder neu am Aufnehmen. Aber als ich die Sachen aufgenommen habe, das ist schon wieder so lange her. Da war ich noch. War noch ein paar Urlaube dazwischen, ein paar Musikfestivals. Bla und blub. Deswegen, ja. So, und damit sage ich dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein.